Okay, und jetzt Buchstaben. The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Herzlich willkommen zur AutoCAD-Webinar-Reihe. Erweitern Sie Ihren eigenen AutoCAD-IQ. Heute mit dem Thema Arbeit mit Datenbanken in AutoCAD 2017. Mein Name ist Bernd Gerstenberger. Ich werde Sie hier durchs Rahmenprogramm führen und die eigentliche Präsentation wird dann mein Kollege Carsten Senger, der hier rechts neben mir sitzt, durchführen. Brigitte Köstöcker ist heute zum ersten Mal dabei. Herzlich willkommen. Und wir beide werden dann versuchen, im Hintergrund die Fragen, die Sie während des Webinars haben, direkt zu beantworten. Damit sind wir schon beim ersten Thema: Fragen, Fragen, Fragen. Sie können über das Fragen- oder das Chatfenster Fragen stellen. Die werden wir, wie gesagt, dann versuchen, mal gleich direkt zu beantworten. Im Anschluss der eigentlichen Präsentation gibt es dann eine Frage- und Antworteinheit. Da können Sie per Text oder auch per Ton dann Ihre Frage stellen. Insgesamt wird die Präsentation aufgezeichnet. Sie kriegen nach der Präsentation, nach dem Webinar noch eine E-Mail zugeschickt. Da sind dann Links drauf und über diese Links haben Sie dann alle Daten zur Verfügung, die PowerPoint, das Video und wir haben auch eine Zeichnungsdatei und Zusatzdateien und die eigentliche Datenbank in diesem Fall auch noch. Ich möchte Sie auf diesem Weg auch noch mal kurz auf das Deutsche Forum aufmerksam machen, das jetzt seit einem guten Jahr besteht. www.autodesk.de/forum. Hier können Sie auch Feedback geben zum aktuellen oder zu vergangenen AutoCAD-Webinaren. Wir freuen uns über jedes Feedback, um hier unsere Präsentation zu verbessern. Bitte geben Sie hier gerne ein Feedback ab. Und hier nochmal so eine Zusammenfassung. Also, wir werden jetzt hier eine 40-Minuten-Demo geben. Carsten steht schon Gewehr bei Fuß. Das nächste Webinar wird dann am 27. Oktober sein. Das Thema steht noch nicht fest, Sie werden aber rechtzeitig informiert werden. Sie sehen hier in der Mitte noch zwei Links, einmal zu YouTube und einmal zu einer Box. Auf der Box sind eben die ganzen Dateien, die zu einem Webinar gehörten, inklusive des Videos, der Aufzeichnung. Und auch auf YouTube haben wir die Webinars nachher teilweise hochgeladen, die englischen auf alle Fälle. Beim rechten Frame, da steht noch ganz unten das Beta, darauf möchte ich Sie nochmal aufmerksam machen. Wenn Sie am Beta-Programm beteiligen wollen, also praktisch sehen wollen, wie sieht die neueste Version aus, ein bisschen rumprobieren wollen, direkt mit der Entwicklung in Kontakt stehen wollen und Verbesserungsvorschläge oder auch einfach auch mal positives Feedback zurückgeben wollen, dann können Sie da gerne teilnehmen an dem AutoCAD Beta-Programm. Für AutoCAD ist es dann eine E-Mail, die Sie an autocad.beta@autodesk.com schreiben. Für AutoCAD LT lautet es ein bisschen anders: autocad.lt.council@autodesk.com. Dann, falls Sie es noch nicht kennen, dann möchte ich Sie aber ganz besonders auf das Autodesk Knowledge Network aufmerksam machen. Auch sonst eine gute Erinnerung, da finden Sie sehr, sehr viel. Knowledge.autodesk.com. Zum einen finden Sie hier Downloads, auch schon Service Packs und Hotfixes, aber auch Object Enabler oder Language Packages. Sie finden hier auch irgendwie erste Schritte-Videos oder auch Videos für erfahrenere Benutzer. Und Sie finden die Artikeldatenbank, so nenne ich es jetzt mal, von uns vom Autodesk Support. Das sind alleine schon für AutoCAD schon mehrere tausend Artikel, die da ein bestimmtes Verhalten beschreiben, was eventuell was der Grund ist und was dann die Lösung ist. Kurz und knapp. Sie finden da sehr, sehr viel, wesentlich mehr als jetzt in der Hilfedatei und außerdem können Sie das Verhalten beschreiben, was Sie am Bildschirm sehen und finden dann ziemlich schnell,
eigentlich eine Lösung. Jetzt gibt es noch was Besonderes. Am 27. Oktober, also nicht mehr lange hin, gibt es den Autodesk Answer Day. Der Fokus ist diesmal AutoCAD und Inventor. Es ist ein Event von einem ganzen Tag. Der Support wird dann, mehrere Leute vom Support werden nichts anderes machen, als in der Community online zu sein und nichts anderes machen, als schon Minutentakt ihre Fragen dort zu beantworten. Sprache wird Deutsch und Englisch sein. Sie sehen den Link für mehr Informationen. Sie sind da herzlich willkommen, können Sie einfach mal kurz reinschauen, mal kurz eine Frage stellen, zufrieden nicken und vielleicht noch eine Frage stellen, nochmal zufrieden nicken und dann ein ganz tolles Erlebnis hinter sich gebracht zu haben und vielleicht auch einiges gelernt zu haben. So, jetzt stelle ich noch ein paar Fragen, bevor es eigentlich losgeht. Die erste Frage, die ich stelle, ist dies Ihr erstes Autodesk Help Webinar? Prozent haben gewotet, vielleicht noch die letzten 9%. Na? Okay. Ah, eine schöne gerade Zahl diesmal. Zwei. 20% sagen, ja, das ist ihr erstes AutoCAD-Webinar. Dann diesen Personen herzlich willkommen hier und ich hoffe, es gefällt Ihnen so gut, dass Sie das nächste Mal wieder dabei sind und vielleicht noch besser, dass Sie nächstes Mal noch jemanden mitbringen, dass sich das dann auch hier ansieht. Die 80%, die das schon mal gesehen haben, herzlich willkommen zurück. Dann hat es Ihnen anscheinend auch irgendwie schon gut gefallen und es freut uns ganz besonders. Und ich hoffe, es gefällt Ihnen heute auch. So, jetzt die zweite Frage, die ich stelle. Welche AutoCAD-basierte Applikation verwenden Sie denn? AutoCAD, AutoCAD LT, oder meinst du die Gruppe Architecture, MEP, Electrical, Mechanical oder Civil 3D, Map 3D? Na, 55% gewotet, können noch ein paar mehr werden, 73, 82%. Na? Okay. So, AutoCAD und AutoCAD LT wird von 2/3 verwendet und mehr als die Hälfte hat sowas wie AutoCAD Architecture, MEP, Electrical oder Plan 3D. Plan 3D freut mich ganz besonders hier, denn das supporte hauptsächlich ich. 11% Civil 3D und Map 3D. Tut mir leid, Brigitte, tut mir leid, Carsten, ziemlich wenige. Und 22% verwenden etwas anderes. Dann eine letzte Frage. Haben Sie schon Datenverknüpfungen erstellt in AutoCAD? Okay. 30% haben schon. Da hoffen wir einfach mal, dass die 30% jetzt heute einiges dazulernen und für die anderen 70%, sie werden auf alle Fälle einiges dazulernen. So, und damit sind wir schon mit den Abfragen hier fertig. Ich übergebe jetzt an Carsten für die eigentliche Präsentation. Dann leg mal los. So, auch nochmal ein herzliches Willkommen von meiner Seite zu diesem Webinar. Zwei Dinge vorab. Wäre jetzt Civil 3D als Hauptprodukt für alle Teilnehmer gestanden, hätte ich alles in Civil 3D gemacht. Aber so nehme ich AutoCAD. Ich hoffe, mein Bildschirm sieht man jetzt. Bernd, kann man meinen Bildschirm sehen? Ja, gut.
Das Zweite ist, ich sehe, dass ca. 70% noch nie Datenbanken verknüpft haben in AutoCAD, was natürlich für alle die Möglichkeit birgt, heute etwas Neues zu lernen. Also unser Thema heute ist die Verknüpfungsmöglichkeiten in AutoCAD 2017, aber auch in früheren Versionen 2016, 2015 mit Datenbanken, insbesondere heute als Beispiel eine ganz einfache Access-Datenbank. Wenn wir am Ende noch Zeit haben, zeige ich das noch schnell, wie man zu einem Excel-Datenbank in Anführungszeichen verknüpft. Excel ist keine Datenbank, sondern im Grunde eine Tabelle. Aber viele Nutzer haben eher Excel oder Informationen aus Excel, die sie vielleicht mit Objekten in AutoCAD 2017 verknüpfen möchten. Also ein kurzen Überblick über die Datenbank gebe ich heute, einen kurzen Überblick über die Tabellen, schneide ich aber alles nur an in dem Skript, was ich später noch hochladen werde auf unserem Box-Account, finden Sie eine genaue Anleitung für die ersten beiden Punkte. Ich werde den AutoCAD-Verbindungsmanager und die Datenanzeige ansprechen und wie man Verbindungen und Bezeichnungen erstellt und mit ihnen arbeitet. Wechseln wir einmal in das Programm AutoCAD. Also ich werde heute ein bisschen zwischen den... Kann ich mit AutoCAD LT auch Datenbanken verknüpfen? Das ist eine gute Frage. Das ist eine sehr gute Frage. Das sollte funktionieren, ja. Das ist also dieses der Datenbankverbindungsmanager und die Funktionen, die sind im Grunde schon sehr alt. Wir sehen hier zum Beispiel auch an dem Menü, dass die Knöpfe sehr antiquiert sind, also nicht dieses neue Design haben. Und deswegen ist diese Funktion schon lange in AutoCAD vorhanden. Viele kennen sie gar nicht, aus dem einen Grund, weil sie in der Multifunktionsleiste oben gar nicht aufgeführt ist und viele haben sie vielleicht auch schon da vergessen. Für viele, und da zähle ich mich auch ein bisschen dazu, ist die Funktionsweise ein bisschen kompliziert, vor allem das Einrichten zur Datenbank. Da kann man vieles verkehrt machen und man denkt sich verflixt, warum funktioniert das jetzt nicht? Und dann lässt man es einfach wieder, weil es eben für einen persönlich nicht funktioniert. Aber das gehen wir heute alles durch. Ich springe heute ein bisschen zwischen den Programmen Access, AutoCAD und der Windows-Systemeinstellungen. Ich hoffe, das verwirrt Sie nicht zu sehr. Wenn ja, dann einfach Bescheid geben, dann mache ich einen Schritt eventuell nochmal und sehen uns das Ganze an. Also, wir haben hier, ich fange mal mit AutoCAD an. Wie komme ich zu diesem Datenbank-Verbindungsmanager, den ich unbedingt brauche? In der Multifunktionsleiste ist er nicht dabei. Ich kann ihn starten zum Beispiel mit dem Kurzbefehl DBV für Datenbankverbindung und öffne ihn hiermit und habe dann meine Datenbankverbindungen, die ich definiert habe, angezeigt. Aber wie verbinde ich eine Datenbank? Das ist jetzt die nächste Frage. Ich habe hier zwar jetzt meine Datenquellen, aber wie kriege ich meine Datenbank oder wie sage ich dem Programm, verknüpfe mir doch zu dieser und jener Tabelle. Ich öffne dazu mal meine Microsoft Access 2016. Wir schauen uns mal unsere Beispieltabelle an. Also es ist hier wirklich eine ganz einfache Tabelle, die im Grunde nur, es ist keine richtige Datenbank, es ist im Grunde genommen eine Tabelle, die nur aus diesem Eintrag besteht. Ich habe eine Spalte mit ID, eine Spalte PC-Model, PC-Hersteller, PC-Typ und die Kosten dazu. Ich könnte theoretisch hier noch eins zu viele Verbindungen, Verknüpfungen zu anderen Tabellen machen und so weiter und so fort. Also das kann man schon handhaben in AutoCAD. Aber das würde jetzt hier ein bisschen zu weit gehen für diese Einführung. Also so schaut unsere einfache Tabelle aus. Und ich mache das mal wieder zu. Als nächstes müsste ich mir sicherstellen, dass ich eine Verknüpfung habe zu dieser Tabelle. Und das mache ich jetzt außerhalb von AutoCAD und außerhalb von Access. Ich müsste dazu eingeben in die Systemeinstellungen von Windows. Am einfachsten komme ich zu den Datenquellen, indem ich in das Suchfeld ODBC eingebe und kann dann hier oben auswählen, meine Datenquellen, ODBC Datenbank.
Und hier kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt. Hier müssten wir eine Benutzerdatenquelle definieren. Das sind, wir brauchen dazu die entsprechenden Treiber für Excel oder für Access oder eben für eine DBase-Datenbank. Und hier ist es ganz wichtig zu wissen, was für ein Betriebssystem habe ich. Arbeite ich auf Windows 64-Bit oder auf einem Windows 32-Bit-System? Und was habe ich für ein Office? In welcher Bit-Version habe ich Office installiert? Ist es ein 64-Bit-Office oder ein 32-Bit-Office? Und dementsprechend müsste ich mir dann die entsprechenden Treiber laden. Standardmäßig, also ich auf meinem System, musste mir die 64-Bit-Treiber laden für Office. Das habe ich hier Ihnen als weitere Quellen einen Link angegeben zu diesem 64-Bit Microsoft Access 2013 Runtime ist das. Und da würde ich dann auf diese Seite kommen, wo ich von Microsoft direkt mir die Treiber herunterladen kann, in meiner entsprechenden Sprache, müsste ich dann installieren und dann habe ich eben in meinem Datenquellenadministrator meine MS Access Database Möglichkeit. Was ich jetzt an dieser Stelle machen müsste, um mit meiner spezifischen Tabelle zu verbinden, ich gehe auf Hinzufügen und suche mir dann den Microsoft Access Driver aus. In dem Fall ist das der hier. Sage Fertigstellen, gebe dieser Datenquelle noch einen Namen, zum Beispiel DB Webinar. Beschreibung könnte ich eingehen. Ich könnte noch jetzt, muss jetzt hier meine Datenbank noch auswählen. Das ist in dem Fall meine Access-Datenbank, die liegt bei mir unter meinem User, etwas versteckt in den Webinar-Foldern. Hier haben wir sie, ACCDB. Okay. Und das war es eigentlich schon an dieser Stelle. Ich drücke hier OK. Und habe dann in meiner Benutzerdatenquelle einen neuen Eintrag, DB Webinar, und das reicht an dieser Stelle. Mit OK bestätige ich das und kann jetzt in AutoCAD in den Datenquellen eine neue Datenquelle konfigurieren und habe dann, kann jetzt hier auch nochmal einen neuen Namen vergeben für diese spezielle Datenquelle, nämlich ein DB Webinar Test, um es einfach besser zu identifizieren. Und sollte diese Datenquelle, ich muss jetzt hier den Treiber auswählen, das ist der Datenbank-Provider für ODBC-Drivers, das ist ganz wichtig in dem Moment, sage dann, kriegt jetzt quasi hier eine Auswahlliste an diesen ODBC Verknüpfungen oder Datenquellen, die ich vorher angelegt habe. Hier ist mein DB-Webinar. Und könnt ihr jetzt die Verbindung noch schnell testen, ob das funktioniert. Das Testen der Verbindung ist erfolgreich und kann dann einfach mit OK bestätigen. Es wäre möglich für Menschen, die jetzt spezielle Anforderungen noch haben, dass man hier noch Zugriffsberechtigungen erstellt. Wichtig ist zu wissen, bei der Gelegenheit, im Stichwort Zugriffsberechtigungen, da komme ich gleich nochmal drauf zu machen, ich kann nämlich in AutoCAD mir diese Tabelle anzeigen lassen und diese Tabelle editieren. Und jede Änderung, die ich in dieser Tabelle vornehme, die wird direkt in die Datenbank gespeichert. Also ich sollte mir schon sehr sicher sein, dass ich hier nichts aus Versehen tue, was mir irgendein Administrator dann später übel nimmt oder ein Verwalter der Datenbank. Deswegen könnte ich jetzt hier entsprechende Rechte vergeben, ob ich das machen kann und darf oder nicht als AutoCAD-Anwender. Mit einem OK bestätige ich das. Ich habe jetzt hier diese Datenquelle in meiner Liste. Und mit einem kleinen X versehen, das heißt, diese Datenquelle ist zwar da, aber sie ist noch nicht geladen. Und was heißt diese Datenquelle hier? Es wurde im Grunde genommen dadurch, dass ich hier eine Datenquelle konfiguriert habe, eine Data Link Datei angelegt, die ich finde in den AutoCAD Optionen. Gibt es einen, unter den Dateien gibt es eine Position für die Datenquelle. Und das ist der Standardpfad, um UDL-Dateien, wo die UDL-Datei angelegt wird und wo ich mir diese auch angucken kann. Ich kopiere mal kurz den Pfad daraus und zeige Ihnen, wie die ausschaut.
Gehen wir mal hier rein. Und da sehen wir jetzt, wir haben für diese beiden Datenquellen jeweils eine UDL-Datei. Das ist im Grunde eine Textdatei. Ich kann die auch mal kurz öffnen für diejenigen, die es interessiert. Steht nicht viel drin, aber es zeigt mir im Grunde genommen, hier ist der Link zu der Datenquelle oder zu der Datenbank und so weiter. Solange ich hier UDL-Dateien habe, sehe ich diese hier in den Datenquellen. Manchmal fragt man sich, ich habe jetzt eigentlich alle Verknüpfungen gelöscht und die Datenbank ist nicht mehr da, aber ich sehe immer noch diese Datenquellen in meiner Ansicht. Wie kriege ich die da raus? Weil über einen Rechtsklick sieht man meinen Bildschirm nicht. Also, über einen Rechtsklick auf die Datenquelle oder über einen Rechtsklick auf die spezielle Datenquelle kann ich diese hier aus der Liste nicht löschen. Also ich muss diese UDL-Datei löschen und dann werden die mir hier nicht mehr angezeigt. Mit einem Doppelklick auf die Verknüpfung auf die Datenquelle wird mir die entsprechende Tabelle angezeigt. Ich kann hier auch mehrere haben und wenn ich darauf doppelklicke, werden mir im Grunde genommen die Dateien in der Tabelle angezeigt. Also hier könnte ich zum Beispiel jetzt hergehen und einen neuen Namen vergeben. Zum Beispiel Modell PC-Modell Kit. Das Ganze wurde hergestellt von Knight Industries. Und das ist ein mobiler Computer. Kostet heutzutage vielleicht $999. Und dann habe ich hier editiert. Wenn ich jetzt AutoCAD schließen würde und die Access-Datenbank aufmachen würde, das sparen wir uns jetzt aus Zeitgründen, dann würde ich sehen, in der Access-Datenbank ist der neue Eintrag drin. Soweit zur Verknüpfung. Ich hoffe, wenn Sie dazu Fragen haben, bitte, Sie können während des Webinars Fragen im Chatfenster stellen und wir werden die dann auch gleich beantworten. Gut. Was haben wir jetzt hier in dieser Datenanzeige für Möglichkeiten? Ich gehe mal oben die Reihe durch. Es gibt im Grunde genommen drei verschiedene Möglichkeiten, Werte in der Tabelle mit Objekten zu verknüpfen. Und zwar kann ich entweder eine neue Verknüpfung erstellen oder nur eine Verknüpfung. Da ist nichts weiter zu sehen. Das heißt, unsichtbar ist das Objekt mit den Daten verknüpft. Ich kann vordefinieren, also das ist jetzt eine Einstellung, die muss ich vorher wählen. Ich kann eine zugeordnete Bezeichnung erstellen. Eine zugeordnete Bezeichnung ist nichts anderes als eine Beschriftung des Objekts mit einer Führungslinie. Und die freistehende Bezeichnung in dem Fall ist dieselbe Beschriftung ohne Führungslinie. Gehen wir alles nachher mal durch. Was habe ich noch für Möglichkeiten? Wenn ich verknüpfte Objekte habe, die ich schon in der Zeichnung verknüpft habe, kann ich mir die anzeigen lassen, werden dann hervorgehoben. Oder ich kann verknüpfte Datensätze anzeigen lassen, dann wird mir die Zeile vorgehoben. Welche Datensätze sind denn schon in der Zeichnung verknüpft? Des Weiteren kann ich hier die automatischen Einstellungen definieren für die beiden Einstellungen, die ich gerade erwähnt habe. Ich kann Abfragen machen, kommen wir später auch nochmal dazu, eine Anzeige drucken und hier haben wir noch die Datenanzeige- und Abfrageoptionen. Die mache ich mal auf und zeige Ihnen noch eine kleine Sache. Standardmäßig oder vorgabemäßig sind diese beiden Häkchen hier aus. Wenn ich mir jetzt Objekte in der Zeichnung anzeigen lasse und ich habe eine sehr große Zeichnung, dann ist zwar irgendwo in der Zeichnung ein Objekt ausgewählt, aber ich weiß nicht wo. Wenn ich dieses automatische Paaren und eventuell einen automatischen Zoom auf die ausgewählten Objekte einstelle, dann wird mir auf diese verknüpften Objekte gezoomt und ich habe dann einen kleineren Ausschnitt der Zeichnung, der mir hilft, meine Objekte zu finden. Es gibt noch ein paar andere Einstellungen, auf die ich jetzt noch nicht eingehen werde. Vielleicht kommen wir noch später dazu, wenn wir Zeit haben.
Was brauche ich, um eine Verknüpfung zu erstellen? Es sind zwei Voraussetzungen, die ich entweder vorher machen kann oder ich kann sie während ich verknüpfe machen. Ich mache das jetzt mal vorher. Und zwar brauche ich für eine Verknüpfung eine Verknüpfungsvorlage. Da kann ich mir nämlich viele mögliche anlegen. Die nenne ich jetzt zum Beispiel Verknüpfung. Webinar. Namen können Sie sich selber auswählen. Ich kann diese basierend auf einer vorhandenen Vorlage erstellen, die wir im Augenblick nicht haben. Deswegen gehe ich hier auf Weiter. Und jetzt ist es wichtig eben, oder müssten Sie definieren, was Sie denn in dieser Vorlage verknüpfen möchten, auf welche Spalte. Deswegen in dem Fall, um die komplette Tabelle abzudecken, müsste ich mir jetzt mehrere Verknüpfungsvorlagen erstellen und dann kann ich hier dementsprechend die Häkchen setzen. In dem Fall möchte ich die Verknüpfungsvorlage nur auf das Modell des Computers erstellen und ich sehe dann hier oben unter meiner Zeichnung, dass ich hier eine neue Verknüpfungsvorlage habe. Die kann ich auch wieder löschen. Also da brauche ich nicht irgendwo in ein Systemverzeichnis gehen, um dann eine Verknüpfungsdatei zu löschen. Ich lege auch gleichzeitig eine Bezeichnungsvorlage an, eine Bezeichnung Webinar und habe keine Vorlage. Und da kann ich jetzt sagen, wie denn mein Text formatiert sein soll. Das ist entsprechend des Alters des Werkzeuges auch ein sehr frühes Texteditorfenster für MText. Ich kann hier meine Sprache oder meine Schriftzeichen einstellen. Ich kann die Textgröße einstellen. Wir sind jetzt hier in einer amerikanischen Vorlage. Man sieht es hier unten in meinen Koordinaten mit Zoll und Fuß. Da muss man, in der deutschen Vorlage ist das dann dementsprechend metrisch. Fett kursiv unterstrichen. Sind dann noch ein paar Eigenschaften zum Stil. Wo die Ausrichtung des Links sein soll, Breite, Umbruch, Drehung und so weiter. Bezeichnungsfelder ist wichtig. Und zwar gebe ich hier nochmal das Modell ein und ich darf nicht vergessen, hinzufügen zu drücken, um hier dieses Feld zu drücken. Ich könnte jetzt hier noch kombinieren oder andere hinzufügen, Hersteller und so weiter. Das lassen wir mal, es wird unübersichtlich, aber Sie haben gesehen, es geht. Und hier haben wir nochmal Abstand für Bezeichnung. Das sind jetzt die Formatierungsmöglichkeiten, die Sie mit der Führungslinie haben, im Grunde genommen. Das reicht mir jetzt erstmal für meine Bezeichnungsvorlage. So, jetzt habe ich eine Verknüpfungsvorlage und eine Bezeichnungsvorlage. Und jetzt könnte ich anfangen, meine Objekte mit dem Themen der Tabelle zu füllen. Ich kann das entweder das Thema auswählen, also ich habe hier verschiedene Möglichkeiten. Erstmal muss ich auswählen, was möchte ich erstellen, eine Verknüpfung oder eine zugeordnete Bezeichnung. Ich nehme das jetzt das zweite Mal. Ich kann das gehen über den rechten Mausklick hier auf die Zeile machen, eine Verknüpfung erstellen oder ich kann hier über, ja, doch, das war dann schon da, Bezeichnungen anzeigen, das ist das, wenn man sie erstellt hat. Ich erstelle jetzt hier eine Verknüpfung und wähle dann mein Objekt, nehmen wir mal diesen Computer, Enter. Ich sehe in der Tabelle, diese Zeile habe ich jetzt verknüpft mit meinem Objekt und hier unten sehen wir, es wurde nicht nur die Verknüpfung erstellt, sondern automatisch auch, weil ich es hier eingestellt habe, zugeordnete Bezeichnung erstellen, auch gleichzeitig beschriftet. Diese Beschriftung kann ich jetzt verschieben. Ne, das ist das. Ja, genau. Und die Führungslinie kann ich separat dazu verschieben, wenn ich es denn brauche. Also es ist alles sehr rudimentär, muss man sagen, aber es funktioniert, wenn man es denn richtig gemacht hat, sehr gut. Zum Vorgehen ein Beispiel, also so würde man jetzt quasi Objekt für Objekt, Zeile für Zeile durchgehen. Zwei Beispiele, wie man das ein bisschen abkürzen kann, wäre zum Beispiel, ich erstelle hier eben diese Verknüpfung, so wie ich es gerade gemacht habe, und dann kopiere ich das Objekt, überschieben,
Nein, kopieren will ich. Kopieren. Basispunkt soll hier sein. Schiebe das darüber. Und jetzt habe ich hier im Grunde genommen eine Kopie erstellt von dem Objekt und gleichzeitig eine Kopie von der Verknüpfung. Und jetzt kann ich das Objekt mir auswählen und über die rechte Maustaste habe ich zwei neue Einträge, nämlich einmal die Verknüpfung und einmal die Bezeichnung und kann jetzt hier über den Verknüpfungsmanager mir den Wert ändern. Also vorher war es der ZX1000 und jetzt soll es KIT sein. Okay, Verknüpfung ist aktualisiert, aber Sie sehen, nichts passiert. In dem Fall nicht verzagen, einfach nochmal drücken, Verknüpfung, nein, Bezeichnung und die Bezeichnung neu laden und schon ist die Bezeichnung aktualisiert worden. Also die Datenbank wurde in dem Fall nochmal abgefragt und mit den aktuell eingestellten Werten und dann wird das dementsprechend in der Zeichnung aktualisiert. Eine zweite Möglichkeit, wie Sie vorgehen könnten, wäre zum Beispiel, ich nehme mal diesen SLC, also ich habe wieder eine zugeordnete Bezeichnung zu erstellen und ich könnte dieses jetzt hier für mehrere Objekte definieren und hätte jetzt diese Verknüpfung einmal definiert mit dem entsprechenden Wert und jetzt könnte ich hergehen und quasi Objekt für Objekt über den Verknüpfungsmanager dementsprechend zuordnen und austauschen. Und dann hier wieder die Bezeichnung neu laden und das Ganze ist ausgetauscht. Dasselbe dann für diesen Rechner. Verknüpfungsmanager ist eine ziemliche Klickerei, das gebe ich zu. Normalerweise macht man das dann ja einmal und geht dann im Grunde genommen nur noch über die Tabelle vor, um diese Bezeichnungen dementsprechend zu ändern, weil man hatte ja einmal das richtig zugeordnet. So, das ist vom Vorgehen jetzt schon mal das meiste, was man machen kann. Wir haben jetzt hier in dem Data View, das wollte ich noch ansprechen, die verknüpften Objekte in der Zeichnung anzuzeigen. Also ich habe diese Zeichnung, diese Zeile ausgewählt, zeige mir die verknüpften Objekte an, die mit diesem Wert verknüpft sind. Das ist in dem Fall dieser Computer. Und da ich vorher eingestellt habe, dass ich automatisch Pan oder meine Zeichnung dahin schieben möchte und zoomen möchte, wird mir dieser Ausschnitt angezeigt. Dasselbe könnte ich jetzt einmal machen für diesen hier. Und in dem Fall sind es die beiden Rechner, die mir hier auf den Zeichnungsausschnitt gezoomt werden. Ich hatte versprochen, diesen Abfrage-Editor noch kurz anzusprechen. Also Sie können Abfragen erstellen. Abfrage 1 hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Und hier haben wir jetzt mehrere Möglichkeiten. Sie haben entweder die Möglichkeit, eine Schnellabfrage zu starten über PC-Modell und dann ein Operator ist gleich größer, kleiner, ist oder like und dann den Wert. Und dann können Sie quasi dieser Auswahl filtern. Wir haben eine Bereichsabfrage von Wert bis Wert und können diesen dann auch filtern und anzeigen lassen. Sie haben auch die Möglichkeit, über einen Abfrage-Editor die Abfrage zu erstellen. Das erinnert mich schon sehr an Map3D und den FDO-Verbindungen. Und Sie haben, wenn Sie SQL-Abfragen oder SQL-Abfragen können, die SQL-Sprache, können Sie hier ganz komplexe Abfragen erstellen in Kombination mit und oder und so weiter und so fort. Gut, ich sehe, wir haben noch ein bisschen Zeit und ich würde dann ganz schnell ansprechen,
die Verbindung zur Excel-Tabelle, wie ich es am Anfang versprochen habe. Also ich kann hier diese, ich trenne mal diese Datenbank und mit, schauen wir dann an, wie es mit Excel funktioniert. Es gibt zwei wesentliche Unterschiede zu Excel. Erstens, ich habe jetzt mal dieselbe, denselben Inhalt in der Excel-Tabelle. Erstens, ich brauche für meine Excel-Ansicht, also normalerweise habe ich es ja so, ich muss definieren, was ist in meiner Tabelle drin. Also ich muss hier diesen Rahmen aufziehen. Und das ist im Grunde genommen der benannte Rahmen, den ich hier vergeben muss. Also hier für diesen aufgezogenen Rahmen muss ich einen Namen vergeben. Normalerweise hat man das nicht. Da hat man hier ein A9, weil das das Feld A9 ist. Dann funktioniert die Verbindung nicht. Man kann alles richtig machen. Wenn man das hier nicht gemacht hat, dann sieht man nichts. Das ist schon ein erster Punkt, wo man scheitern kann. Mit dem aufgezogenen Rahmen speichere ich die Excel-Tabelle. Der zweite Schritt, genauso wie bei der Access-Datenbank, das wird mir Excel hier gleich nochmal starten, ODBC. So, ich füge wieder eine neue Verbindung hinzu, wähle hier meinen Excel-Treiber. Fertigstellen. Na, machen wir Excel-Test. Test 1. Lassen Sie sich von diesem Versionswert hier nicht irritieren, es funktioniert. Und Sie können jetzt hier noch die Arbeitsmappe wählen. Das ist, wäre dann mein, meine Excel-Datei, die ist im selben Ordner. Und da Benutzer, Dokumente. Gut, original. Hier ist meine Excel-Tabelle. Ich kann jetzt hier noch Optionen wählen und das ist ein ganz wichtiger Haken, den wir hier setzen können oder auch nicht. Wenn wir eine Excel-Tabelle verwenden, dann ist diese schreibgeschützt. Sie können dann, wenn in AutoCAD, wenn Sie dahin verknüpft haben, nicht zu dieser Excel-Tabelle oder in diese Excel-Tabelle schreiben oder sie editieren. Das heißt, Sie müssen jedes Mal Excel öffnen und dann die Tabelle neu synchronisieren, damit die Werte in AutoCAD ankommen. Wenn Sie dieses Häkchen wegsetzen, können Sie Excel direkt oder diese Excel-Tabelle direkt in AutoCAD editieren. Gut, den Excel-Test 1 haben wir hinzugefügt. Das reicht auch an dieser Stelle und ich kann jetzt hier meine Datenquelle konfigurieren. Das ist jetzt mein Excel-Webinar und suche mir jetzt wieder den ODBC-Treiber aus. Diesmal verlinke ich aber dann auf meine Excel-Tabelle. So, die Verbindung kann ich nochmal testen, ob alles stimmt. War erfolgreich, hören wir immer gern. Und jetzt haben wir hier, genauso wie vorher bei der Access-Datenbank, mein Excel-Webinar, meine Ansicht, mit der ich verbinden kann. Mit einem Doppelklick darauf öffne ich mir die Datenansicht und habe dann meine Excel-Tabelle. Der Rest funktioniert genauso wie in der Access-Datenbank. Was ich bei Excel im Hinterkopf behalten muss, ist eben diese ID. Excel ist keine Datenbank, es gibt keine IDs, die zugeordnet werden, sondern ich kann im Grunde genommen jetzt keine Tabellen verknüpfen oder Abfragen zwischen mehreren Tabellen machen, sondern im Grunde genommen, wenn ich Excel verwende, kann ich nur die Werte selber verknüpfen und auch Verknüpfung, ich mache es mal kurz, Excel-Verknüpfung 1 auf den PC-Typ, weiter, mein Zeichen, so 3 Zoll groß werden, okay, halt, das funktioniert nicht, die muss ich editieren. Bearbeiten. Ja, das hatten wir. Ach, die Vorlage. Jetzt bin ich etwas durcheinander. Neue Bezeichnungsvorlage. Genau.
die Marga jetzt nicht. Jetzt bin ich durcheinander gekommen. Ich mache das jetzt nochmal. Eine Bezeichnungsvorlage erstellen, genau so war das. Ach so, auf der Tabelle, jetzt neue Bezeichnungsvorlage. So, jetzt sind wir wieder auf der Spur. So, was ich vergessen hatte, war den Typ hier hinzuzufügen, was ich vorhin gesagt habe. Und PC-Typ, der Link, die Größe haben wir 3 Zoll. Ah, den machen wir jetzt nicht. Okay. Das wird jetzt sehr klein sein. Und wenn ich jetzt hier die Verknüpfung erstelle auf den Stuhl, Objekte wählen. Keine Verschiebung. Ich bin noch auf der Verschiebung. Verknüpfung auf den Stuhl, Enter. Ist jetzt sehr klein, weil ich die Schrift sehr klein gemacht habe, aber wir sehen, es funktioniert, dass die Verknüpfung am Basispunkt anhängt. Also Sie haben auch gesehen gerade eben, da kommt man sehr schnell durcheinander, wenn man nicht Schritt für Schritt alles in der richtigen Reihenfolge macht und wenn irgendwas fehlt und vielleicht, so wie ich gerade, nicht auf die Statusmeldungen schaut, was denn das Programm gerade sagt, was fehlt. Aber wenn man es richtig macht, funktioniert es sehr gut und kann auch für viele Dinge und auch Workflows sehr hilfreich sein. Das war es eigentlich jetzt von meiner Seite und der Live-Demo. Wir haben jetzt noch eine kurze Beendigung der Outlook PowerPoint-Vorlage. Ich verabschiede mich von meiner Seite und stehe nachher dann für Fragen gerne zur Verfügung. Bernd, ich übergebe an dich. So, danke Carsten für die Präsentation. Jetzt sage ich noch ein paar Sachen zum Ende hin. Also zum einen sehen Sie jetzt nochmal die Links für die weiteren Quellen, die wir hier haben. Upsala, Carsten. Achso, warte mal. Ja, ich mache es mal ganz kurz. Presenter. So, schau mal Screen. So, jetzt sollen Sie meinen Bildschirm sehen. Genau. Also hier sehen Sie nochmal die weiteren Quellen, die verschiedenen Links, die Sie verwenden können. Gerade zum Beispiel das 64-Bit Microsoft Access Runtime Engine Link ist sicherlich sehr hilfreich. Auch Befehle, die es halt zum Arbeiten mit externen Datenbanken gibt. So, und jetzt noch zu dem Feedback. Wenn Sie grundsätzlich mehr Fragen haben oder Anregungen von uns haben, über was wir zum Beispiel, welche Themen wir für zukünftige Webinare verwenden sollen, halten sollten, dann schicken Sie uns entweder direkt eine E-Mail mit der E-Mail-Adresse autodesk.help.webinars@autodesk.com in dem Betreff Bild hier AutoCAD-IQ oder Sie können eben auch auf diesen Link oben Ihr Feedback abgeben, ganz direkt und sagen, was gefällt Ihnen nicht, was würden Sie gern für die Zukunft gerne sehen. Bevor wir zu den Fragen und Antworten kommen, möchte ich jetzt noch eine letzte Abfrage starten. Einen Moment. Na, so. Und zwar die einfache Frage, haben Sie denn heute was gelernt? Prozent gewotet, jetzt 77%. Na, 23% könnten noch. Okay. Das ist eigentlich ein ziemlich phänomenales Ergebnis, nicht? 100% haben was Neues gelernt. Das ist toll, freut mich. Und wenn Sie jetzt noch Fragen und haben und wir Antworten geben sollen, dann legen Sie mal kurz los. Wir haben eine Frage hier. Super Vortrag, ich kann mir den Aufwand vorstellen. Vielen Dank für die Mühe,
hat in den 20 Jahren AutoCAD kaum bis gar nicht mit Datenbank zu tun. Danke für den Kommentar. Freut uns. Bernd, ich habe noch einen kurzen Nachtrag zu der Frage, ist denn der DB Connect Manager auch in oder Connect ja, Datenverbindungsmanager auch in AutoCAD LT zur Verfügung? Ich habe jetzt nochmal versichert, in der AutoCAD LT Hilfe oder in der Online-Hilfe steht drin, dass er auch dort zur Verfügung steht. Es war wohl in den früheren Versionen von AutoCAD nicht so, von AutoCAD LT. Aber in den neueren Versionen ist er da. Na wunderbar dafür. Sonst noch irgendwelche Fragen? Nein, ich sehe jetzt keine Fragen mehr. Okay, dann verabschiede ich mich für heute und würde mich freuen, wenn wir es das nächste Mal wiedersehen würden, Ende Oktober. 27. war es, glaube ich, in der Folie vorhin. Und bringen Sie noch ein paar Leute mit. Halt, da kommt noch eine Frage. Was ist der Vorteil einer Datenbank in AutoCAD? Ich kann mir halt verschiedene Szenarien vorstellen. Sie können halt einfach, in AutoCAD haben Sie jetzt einfach nur erstmal stinknormale Geometrie, wo jetzt keine Werte dahinter sind. Da ist ein Strich, aber der Strich soll eigentlich eine Türe sein, aber eigentlich ist es doch nur ein Strich. Und wenn Sie jetzt da jetzt eine Datenbank dahinter setzen, dann weiß halt der Strich, dass er erstens eine Türe ist und vielleicht hat er noch ein paar Daten mehr drin, zum Beispiel Material und Farbe und Stil. Und so, das können Sie dann damit verknüpfen. Und ja. Die könnten Sie dann eigentlich dann auch auswerten und in verschiedenen Abfragen dann über Ihre Gesamtzeichnung dann erstellen. Zum Beispiel, ich habe jetzt eine sehr unübersichtliche Zeichnung, die ist aber wunderbar mit Datenbank verknüpft. Und wie viele Holztüren in brauner Farbe habe ich denn? Das wäre zum Beispiel eine Auswertung. Ich könnte mir, Bernd, um da noch ein Beispiel zu sagen, ich könnte mir auf Seite von Civil 3D vorstellen, wenn ich zum Beispiel eine Anzahl von Orten habe, die ich beschriftet habe, habe ich quasi eine Datenbank, wo mir die ganzen Ortsnamen drin sind und die könnte ich dann eben mit den Ortspunkten verknüpfen und auch dementsprechend aktuell halten, zum Beispiel. Also nur über die Datenbank, ohne jetzt in der AutoCAD-Zeichnung selber was zu machen. Jetzt noch die letzte Chance. Wer mag noch eine Frage stellen? Dann beenden wir für heute. Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Wir würden uns freuen, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen würden. Und danke dafür, dass Sie da waren. Wiederschauen. Was?